Hallo, gleich zeige ich dir die vier wichtigsten Septakkorde, die wir in unseren Unterrichten verwenden. Ich zeige dir diese Septakkorde erstmal und anschließend werden wir sie hören und versuchen einfach nach Gehör zu erkennen. Das ist so spannend. Wir werden dann einfach besprechen, wie das klingt, wenn man alle Töne zusammenspielt. Und nach dieser Farbe können wir dann definieren, welcher Septakkord ist das. Das sind also Major 7, Minor 7, verminderter Akkord und Dominant Septakkord. Major 7 besteht erstmal aus einem Do-Akkord und noch obendrauf großer Terz. Im Dur haben wir erstmal großer Terz, kleiner Terz. Ja? Dafür haben wir auch noch ein extra Video. Wenn du möchtest, kannst du noch gerne wiederholen. Okay, also Dur und am Ende nochmal großer Terz. Das ist Major 7. C. Major 7. Weiter haben wir genau Gegenteil davon. C Minor 7. Als erstes haben wir nicht Dur, sondern Moll. Und am Ende nicht großer Terz, sondern kleiner Terz. Das ist Moll. Und am Ende kleiner Terz. C Minor 7. Danach verminderter Akkord, alle kleinen Terzen nur. Wir nehmen am besten Cis. Kleiner Terz. Nochmal kleiner Terz. Und nochmal kleiner Terz, verminderter. Dazu schreibt man C mit 0. Zum Schluss nehmen wir Dominant-Septakkord. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Akkord. Der besteht aus Dur sowie Major, aber danach kleiner Terz. Also so eine Mischung zwischen Major und Minor. Also Dur plus kleiner Terz. Und man schreibt dazu einfach C7. Ohne weiteres. Wenn wir sehen C7, das ist dann schon Dominant Septakkord. Ich schreibe vielleicht noch mal in Klammern fünfte Stufe. Dominant Septakkord haben wir auf der fünften Stufe, genauso wie die Dominante. Also Dominante auf der fünften Stufe, Dominant Septakkord auf der fünften Stufe. Alles, was dominant ist, ist auf der fünften Stufe. Okay, und jetzt versuchen wir, diese vier Akkorde nach Gehör zu erkennen. Das ist der erste Akkord. Es klingt sehr entspannt und warm. Das ist C Major 7. Wie Jazzmusik, ja? Gut, gehen wir weiter. Etwas weicher. Auch wie Jazz, wie Saxophon. Ja, aber anders. Major 7 war etwas derber. Und das ist Minor 7. Ein bisschen ernsthafter, weicher. Okay, also Major 7 und Minor 7 können wir schon unterscheiden. Jetzt machen wir einen Test. Ich spiele entweder Major 7 oder Minor 7 und überleg mal, welche ich jetzt spiele.
weich, ja? So etwas ins Moll. Und diese Minor 7 möchte eigentlich gerne sich auflösen und dann so eine Sequenz. Also. Ja, also Minor 7 möchte sich gerne dann auflösen. Und Major 7 ist so gleich schon so breit und so etwas heller, ja? Super. Jetzt hören wir weiter. Jetzt wird ein verminderter Akkord sein. Sehr angespannt, ungemütlich, dramatisch. Bei Bach zum Beispiel gibt es viele solche verminderte Akkorde. Zum Beispiel in seiner Toccata und Fuga. Sehr dramatisch, ja? Also das ist ja wie Bach. Hören wir von anderen Tonverminderten. Ja. Sehr angespannt. Sehr aufgeregt. Ja. Okay, also sagen wir wie Bach. Und wir haben zum Schluss noch Dominant-Septakkord. Der möchte sie gerne auflösen, weil noch Dominante kommt immer Tonika. Ja, sehr schnell auflösen. Super. Und jetzt alle vier. Ich spiele jetzt durcheinander und du versuchst festzustellen, welcher Akkord ich gerade gespielt habe. Entspannt, hell. Das ist dann Major 7. Auch jazzig, aber etwas ernsthafter, weicher. Minor 7. Ich möchte gerne auflösen, ja? Dominant-Septakkord. Angespannt. Dramatisch. Verminderter. Und jetzt eine kleine Aufgabe für dich. Ich werde jetzt hören, aber nicht Ergebnis sagen. Du kannst dir gerne unter diesem Video schreiben und ich antworte dann, ob das richtig war. Ich spiele jeden Akkord zweimal. Nächster, zweiter. Nochmal. Dritter. Nochmal. Vierter. Nochmal. Fünfter. Nochmal. Sechster. Nochmal.
siebte. Nochmal. Ich bin gespannt auf deine Ergebnisse. Du kannst dir gerne unter diesem Video schreiben und ich antworte, ob das richtig war. Und wir werden diese Septakkorde dann ganz oft in unseren Liedern wiederholen. Zum Beispiel neulich hatten wir sogar ein Major 7 in Sansibar von Valentin Engel. Das ist zum Beispiel, klingt jazzig. Major 7. Sehr gut. Und das möchte gerne aufgelöst werden. In Tonika. Dann war das Dominant-Septakkord. Super. Es sind vier wichtige Septakkorde, die wir in unseren Unterrichten ganz oft verwenden. Ich freue mich, dass wir das immer wieder erkennen werden, wünsche dir ganz viel Spaß und bis später.